So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Assassin's Creed Unity. Und wir müssen ja immer noch hier reinkommen. Und wir werden schon verdächtigt, wenn wir überhaupt hier reingehen. Und ich weiß überhaupt nicht warum, weil hier ist überhaupt kein Sperrgebiet hier drin. Zumindest dort. Müssen wir doch etwas vorsichtiger sein. Hier ist irgendwas auf dem Boden, aber ich weiß nicht genau, was das ist. So. Willst du meine Kunden vergiften? Pardon, bitte? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon. Ich weiß nicht wovon. Ich mache es. Verdammt, Hanna! Du kannst dir nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Ich habe hier Wein im Wert. Mach ich doch überhaupt nicht. Warum bin ich denn so fort? Na gut, es ist schon. Wunde Mittel ist mir egal. Ich nehme dir sicher keinen Tropfen davon ab. Es ist schon merkwürdig. Versucht meine Gäste zu vergiften. Pardon, Herr. Es ist schon merkwürdig, dass wir hier alle. Das könnte noch nützlich sein. Dass wir hier mit. Ich rufe dich, Jean-Marie. Ich lasse ihn fortschaffen, sobald der Wagen zu. Wie heißt das? Vergifteter Wein. Und das nächste? Schimmliges Brot? Vergeht mir. Und das, sag mal, wie heißt das? Dass wir hier mit Kapuze rumrennen. Das ist kriminell, wirklich. Ich lasse ihn fortschaffen, sobald der Wagen zurück ist. Und die anderen aber eigentlich hier ganz anders aussehen. Komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 cm Stahl für dich. Du da! Stehen bleiben! Ich zeig dir, wer hier die verdammten Hosen anhat. Du bist ein Was? Oh, Alter, das regt mich doch so auf, ey. Jetzt renn weg, komm, renn weg. Wir rennen hier oben rein. Jetzt werden wir so bestimmt gleich angeschossen. Ja, rein da, Alter. Oh, das regt mich doch so auf, ey. So eine verdammte Scheiße. Boah, Alter. Da steht er dort oben, weißt du, und klettert nicht mal in das Haus rein, ey. Aber Alter, ey. Oh. Halt die Fresse, geh weg. Dummer Spast. Oh, ja, ist okay. Ich renn hier nur etwas. Wahrscheinlich haben wir da so eine Ecke im Sperrgebiet gestanden, weißt du? Weil da auch eine wirkliche, richtige Abgrenzung von dem Sperrgebiet ist. Ja, ja, zurück, Burger. Halt die Fresse. Schau hier alles kaputt sonst. Ich hab da ein paar Flaschen. Ich nicht. Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon. Ich weiß nicht, wovon. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Ich glaube, ich weiß, wie gestreckter Wein schmeckt. Ja, für dich vielleicht. Versucht meine Gäste zu vergiften. Pardon. So.
Jetzt stehlen wir den Scheiß hier wieder. Das kann ohne die Gendarmerie. Ich lasse ihn fortschaffen, sobald der Wagen zurück ist. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Vergifteter Wein. Und als nächstes? Schimmliges Brot? Vergeht mir. Oh, jetzt hast du kalte Füße gekriegt. Komm her. Warum ich gehe hier bloß lang? Oh, Alter, aber ich bin Bürger. Hier ist jede verdammte Sau von der Stadt hier drinne und wir sind verdächtig. Natürlich. Hm. Ja, komm, halt die Fresse, ey. So, dann gehen wir eben hier lang. Wir haben ja jetzt gesehen, der ist in dem Gebäude da drüben drin. Hier ist niemand, okay. Gut. So, zack. Jetzt geht er weg. Na gut, das können wir noch, da können wir noch warten. Ah ja, und der. So. Zack. Das ist noch schön. Dass das so funktioniert, ist das, das finde ich schön. So. Weiherschloss ist das. Eins und zwei. Lass mal gucken. Ja, hier ist jemand. Hier drüben ist ein Dicker. Kommt hier zurück. Leon, was ist passiert? Oh, hier stimmt etwas nicht. Okay. Da sitzt er. Den sollen wir eliminieren. Müssen aber auf der anderen Seite rein. Kommen hier aber nirgendwo raus. Dass wir jetzt hier ungemerkt drüber. Oh. Oh, was war das? Wir kommen hier nicht unbemerkt raus. Salve? Oui, Monsieur. Eine Flasche eures besten Weins. Heute feiern wir den Tod. Nun, bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Nö, eigentlich nicht. David, hol mir eine Flasche Chateau d'If. Hopp, hopp. Okay. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Wir machen das anders. So, pass auf. Und dann haben wir doch hier diese Knallfrösche oder was das auch immer sind. Alter, boah! David, wo bleibt der Wein?
Scheiße, jetzt kommt er hier rüber. Ich brauch die Flasche aus dem Keller. Ich sollte ohnehin besser sein. Fuck! Nein! Nein! Oh, fuck, ey. Nein, scheiße. Nein, oh, oh Mann. Oh, regt mich das auf. Echt, ey. Scheiße. Waren schon zu gut. Das sieht er uns noch. Naja, komm. Das machen wir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Machst du schon. Renn nicht weg! Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die Eingeweide rausreiße. Jetzt müssen wir den Wein wieder klauen, glaube ich. So, hier. So, zack. Das wird zwar nichts bringen, wir sind sowieso jetzt gleich tot. Alter, spring weg, spring weg. Boah. Was macht der denn? Ja, siehste. Okay, naja, ein Versuch wär's wert. So. Das ist aber echt, also. So ein Rotz. Wenn man bedenkt, wie einfach das damals, ja gut, einfach, aber wie das damals bei den anderen Assassin's Creed Teilen war, echt kein Vergleich. Also, ist ernsthaft. So. So. Oh. Ah, Barbar. Kein Durchgang! Geht weg! Hier könnten wir eigentlich rein, aber da ist ja hier diese Couch. Ach, ich hab keine mehr. Ich hab keine Berserkerpfeile mehr. Was willst du meine Kunden vergiften? Pardon, bitte? Reiß dich in Stücke und verfüttere dich an meine Hunde, du Spinner. Das wäre mir eine Freude. Ich weiß nicht wovon. So, sind die jetzt mal weg? Ich bin jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Ich glaube, ich weiß, wie gestrickter Wein schmeckt. Ich habe hier Wein im Wert von 50 Livre. Was soll ich denn damit tun? Intervention? Dann verkaufe es als Salbe gegen wunde Nippel, ist mir egal. Ich nehme dir sicher keinen Tropfen davon ab. Das könnte die Gäste zu vergiften. Pardon. Komm her, ich schneide dich auf wie Warum denn ich? Warum denn ich? Mein Wort, ich mein's ernst. Sehe ich so hässlich aus?
Ich kenne die Antwort. Sehr ruhig. Okay. Jetzt machen wir das auch nochmal mit diesen Bomben. Warum geht er denn da nicht rein sonst? So. Wo ist der Typ? Der ist dort. Dort. Okay. Doppelattentate müssten wir eigentlich noch machen, aber lassen wir mal. Zack. Hier, das Ding machen wir auch mal auf. So. Eins. Und... Oh. Ah, das war aber knapp. Also da muss man... Oh, das war auch knapp. Aber haben es geschafft. Zum Glück. So, hier ist der Dicke wieder bestimmt, ja. Wenn er umdreht, dann... Jetzt dreht er um. Können wir nämlich den hier wegsammeln. So, zack. Wir gehen dann jetzt hierher. Der müsste jetzt gleich wieder zurückkommen. Grenier. Sei ruhig. So. Jetzt machen wir diese komischen... Diese Dinger da. Geht denn da denn nicht hin? Nein! Oh fuck, ich dachte, da geht er hin noch. Oh scheiße. Nein, nein, nein. Einfach in die Menschenmenge rein. So, jetzt rein weg, rein weg. Ein König hinterher. So. Nein! Oh, was? Ist das jetzt noch... Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Interessant.
So, und jetzt schnell weg. Boah, nein, weg. So, aber ganz schnell. So, zack. Und raus. Ja. Das geht nicht, scheiße. Los, raus hier. Weg, weg, weg. Ja. Geil. Oh. Ich dachte schon, wir sind tot. Alter Schwede, ey. Heilige Scheiße. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yeah. Yeah. Oh, Alter. Wir haben die legendäre Phantom-Kniehose. Sehr schön, aber... boah, haben wir den noch fertig gemacht? Geil. Heilige Scheiße, möchte ich da sagen. Heilige... Nee. Unglaublich. Ich dachte schon, wir wurden vor der Sequenz noch umgebracht. Haben wir da noch Glück gehabt oder ich habe keine Ahnung was. Und... Ja, der hat hier im Türchen... Ja, okay. Einfach ist geklaut. Okay, waren wir einfach tot schon fast und dann... Oh, was für ein Nervenkitzel. Ich hätte das gerne noch gemacht mit dieser Flasche, aber das, ich dachte... Da habe ich nicht genug aufgepasst. Gebe ich ehrlich zu, da habe ich nicht genug aufgepasst. Da war, ich dachte, da geht dann noch dorthin. Oder die sind jetzt alle dorthin gegangen. Sind sie aber nicht. Und dann wurde ich angegriffen und attackiert und alles. Da haben wir zum Glück noch genug Rauchbomben gehabt. Hat genau gereicht noch. Boah, was für ein Glück. Nervenkitzel in dieser Folge auf jeden Fall gegeben. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich in der nächsten Folge weiter. Und ja, bis dahin und... Ciao, erstmal runterkommen und dazu erstmal ein Energy Drink trinken, weißt du, dass man noch etwas mehr aufputscht. Naja, gut. Okay, dann bis zur nächsten Folge und tschüss. Also bis, tschüss. Ne? Oh, hier, warte, den nehmen wir mit. Also den nehmen wir mit. So, komm her, hier. Zack. Haben wir das noch gemacht? Haben noch ein bisschen was eingesammelt und dann bis zur nächsten Folge und ciao, wie schon 10.000 Mal gesagt.